Es war ein Traum, hier so mit Bayern-Trikot zu spielen. Ich habe in der besten Mannschaft der Welt gespielt. Also ein Kind von Ayegi, einem kleinen Dorf in Spanien, und hat einfach seinen Traum geklappt. Ja, das war schon 10 Jahre, oder? Oder 9 Jahre. Something that I am waiting for a very long time, and finally it's over and I can be here. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur heutigen Pressekonferenz zur Vorstellung unseres neuen Spielers. Herzlich willkommen in München, Javi Martinez. Erste wichtigste Frage: Javi Martinez oder Martinez? Wie ist die Aussprache richtig? Javi Martinez. Ich denke, dass wir alle sehr froh sind, dass der Transfer endlich realisiert wurde. I won't say something in German. I'm going to try it. Ich freue mich, weil FC Bayern zu sein. Ist so gut? Ah, gut! Ich wollte 24, aber Maximilian, das war ein Torwart von den Jungen. Er hatte schon die 24 und ich konnte nicht diese Nummer haben. Und Nummer 8 war also eine Nummer für meine Position, so eine schöne Nummer. Es ist nicht einfach, Deutsch zu lernen. Es wird auch nicht einfach für ihn. Aber der hat gesagt, er will schon schnell Deutschland zu lernen. Und ich werde ihm natürlich helfen, wenn ich das kann. Also erstmal ist es schön, dass ein Spieler kommt, der offen ist, der versucht, mit einem zu reden, der versucht, mit der Mannschaft zu reden, mit den einzelnen Spielern zu reden. Ich glaube, das ist erstmal sehr, sehr wichtig, dass er sofort auch hier ist, angekommen ist bei uns im Verein. War sehr schnell, weil ich war in einer Woche hier gekommen und dann mein erstes Spiel. Oh, can you believe it? Schweinsteiger! Das schönste Stadion in der Welt. Nach Javi Martínez Stadion in Ayegi. Jedes Spiel. Das Spiel war besonders für mich. Ja, das ist ein unglaubliches Gefühl, hier zu spielen und zu genießen, diesen Verein und dieses Stadion.
para tú es un problema, con la 40 millones es no problema. Motivación. No, es una motivación, como dije el día de la presentación. Me motiva más y bueno, pues espero agradar a todos. Natürlich werden wir nicht verhindern können, dass es die Diskussion gibt, aber der Xavi kann nichts dafür. Wir wollten diesen Spieler haben und dieser Spieler hatte einen gewissen Preis. Der Xavi kann für diese Ablöse nicht. Er wird sicherlich daran gemessen, ist vollkommen klar. Alle Leute haben ihm gesagt, dass vielleicht ist zu viel für einen jungen Spieler. Aber ich war klar, dass ich kann es schaffen. Ich hatte keinen Druck, sondern Motivation. Ich habe alles gegeben von Anfang an. Das ist alles, was ich kann machen. And that is Martinez's first goal. Ja, es war gegen Hannover. Ja. Ja, es war in Ecke, wo ich habe Rückfall gemacht mit links. Ich habe nie in meinem Leben gemacht. Und das war mein erstes Mal im Bato, so gut, war ein schönes Tor. Und Javi Martinez, der heute auch sein erstes Bundesliga-Tor für Bayern erzielte, hat heute gezeigt, warum wir ihn gekauft haben. Das ist genau der Spieler, den wir brauchen. Deutscher Meister! Deutscher Meister, Bruder! Ja! Super Bayern! Super Bayern! Hey! Hey! Super Bayern! Super Bayern! Hey! Hey! Super Bayern! Super Bayern! Hey! Hey! So, Javi, jetzt eine Frage. Wie fühlst du dich in deinem ersten Bundesliga-Pokal? Como te sientes en la primera? Entendido. Ah, der hat verstanden! Der hat verstanden! Ja, sehr gut. Es wäre eine Saison und wir sind deutsche Meister und wir möchten den Europapokal und den deutschen Pokal gewinnen. Auf geht's, Bayer! Auf geht's! Habt ihr alle verstanden, ne? Wie gut ist ein Deutsch? Wir sind deutsche Meister! Wir kommen hier zurück. In zwei Wochen. So wie die Fans meinen Namen geschrieben haben, war unglaublich. So, ich werde wie immer das erinnern. Und ja, das war ein Traum, hier so mit Bayern-Trikot zu spielen. Und ich war ich habe in der besten Mannschaft in der Welt gespielt. Und also ein Kind von Ajegi, ein kleines Dorf in Spanien. Und
hat einfach sein Traum geklappt. Ich bin stolz. Ich bin stolz, dass ich hatte die Möglichkeit, um diesen Verein ein Champions League zu gewinnen. War das wichtigste Spiel, weil Bayern hat sehr gut, hat in den letzten Jahren sehr gut gemacht, aber sie hatten gegen Chelsea Champions League verloren, Champions League Final verloren. Auch gegen Dortmund hat ein paar Finale verloren. Und ich glaube, der Bayern brauchte diese Finale, diese Titel. Weißt du? Das war Ziel von Jahren. Und war ein super schweres Spiel gegen Dortmund. Im Endspiel. Dortmund hat 20 Minuten mal die bessere Mannschaft und dann hat er 3-4 Zweikämpfe gewonnen und von da lief die Maschine. Ich bin auch zufrieden mit meiner Leistung. Also ich konnte meiner Mannschaft helfen und ich bin stolz. Also wenn eine gute Leistung zeigt in einem Champions League Finale, ist andere, ist ein anderes Thema, weil kann passieren auch, dass viele Spieler in Finalen oder in wichtigen Spielen nicht so gut spielen können und habe gut, meiner Meinung nach, gut gespielt. Martinez absolutely everywhere, as always. Der wichtigste war natürlich, dass wir gewonnen haben. Wir waren die erste Mannschaft, die wir die Triple bei Bayern gewonnen haben. Und jetzt ist es perfekt. Mir son Triple, der FC Bayern München hat Fußballgeschichte geschrieben. Der erste, das ich gedacht habe, war Stefan Effenberg, Oliver Kahn, Michael Ballack, Giovanni Elba. Viel gute Spieler. Und sie haben nie die Triple gewonnen. Und wir haben gewonnen. Supercup in Prag war die erste Supercup, die Bayern gewonnen hat. Und war ein sehr schöner Moment, weil ich das Tor in der letzten Minute gemacht habe. Every single Bayern player, bar Manuel Neuer, is upfield. Mandzukic, Martinez, it's 2-0! It's 2-0! Auf die Tribüne und ich habe gesehen, was war, wie die Atmosphäre war, wie die Fans war und war unglaublich. So war, sie haben die Tore gemacht, nur die Fans. Und wir haben keine Tore gemacht, die Fans haben gemacht. Wichtiger, sehr wichtiger, important ist wichtiger für uns, weil wir haben andere Finale müssen. Und für uns ist es sehr wichtig, also wir sind sehr happy. Javi Martinez, bis ich bin hier, bleiben hier. Wir brauchen, das ist 100%. Javi ist sehr wichtig für uns. Für mich, die Pokalfinale gegen Dortmund war mein bestes Spiel. Ich habe in der Verteidiger gespielt und im Front war Lewandowski. War der beste Stürmer der Welt.
ich immer mache Spaß mit ihm. Er hat nicht gemacht in diesem Spiel, weil ich habe ihn verteidigt. Schöne Hereingabe, das ist doch die Gelegenheit für Martinez, aber er hat was abbekommen. Das sieht bei Javi Martinez nach einer schwereren Verletzung aus. Der schlechte Nachricht ist, ich denke, der große Verletzung von Javi. Now wir sind ein großes Problem, weil er war in diesem Jahr überragend von Anfang an. Das war für mich der schwierigste Moment bei Bayern, weil ich verletzt war. Eine lange schwere Verletzung. Ja, aber das ist Teil des Fußballs auch. So. Das kann passieren. Ich sage immer, ich muss die guten Momente genießen und die schlechten Momente einfach lernen. Von den schlechten Momenten lernen. Normalerweise sollte zurück gegangen, aber ich weiß nicht warum. Ich habe Juan mit dem Ball gesehen und ich hatte immer diese Attack-Meinung. Also ich wollte immer Tor machen und ich dachte, ich konnte. Eigentlich habe ich den Ball kontaktiert. War in dem richtigen Moment, wo ich voll gestellt mein Bein hatte und es meldet hat mit der Schulter oder mit dem Ellbogen mein Knie auf die andere Seite gewendet. Das Schmerzen war groß, war sehr intens, aber danach war gut. So, ich hatte die Hoffnung, nichts passiert hat, aber der Doktor war klar, 90% vor der MRT. Er hat schon gesagt, Kreuzband war. Heute die schlechte Nachricht, das war Javi. Was hat er genau? Seine Verletzung ist das Schlimmste. So, ist egal der Gemini, ist egal der Cup. So. FCB Crips today. We have the house from Javi Martinez. Danke, Bastian Schweinsteiger. Happy Diere. Wie viel Zeit verbringst du hier? Viele Zeit. Viele Zeit arbeite jeden Tag. Doppelsession mit Thomas. Hier trainieren ja auch die gesunden Spieler. Wie wichtig ist das für dich, hier Kontakt zu allen zu haben? Ja, manchmal ist es gut, aber manchmal ist es sehr schlecht, weil ich bin jealous, wenn sie trainieren und ich bin hier, weil ich möchte trainieren, wenn die Mannschaft frei haben. So, aber sometimes so manchmal ich muss mit sie zusammenarbeiten. So. Ich weiß nicht, aber ich hoffe in 2 Monaten oder 3 Monaten mit der Mannschaft trainieren. Javi Martinez, der nach so langer Zeit wieder ins Mannschaftstraining einstieg und natürlich bis über beide Ohren strahlte. Boah, super, nach 8 Monaten mit der Mannschaft wieder trainieren. Natürlich bin ich sehr glücklich.
Javi Martinez trainiert schon eine Woche mit der Mannschaft. Ist ja. Er schon so weit, dass er morgen vielleicht ein paar Minuten spielt? Ja, vielleicht kann ich spielen, ja. Ja. Ich hatte gute Gefühle, ich hatte gut in die vorigen Wochen gut trainiert und ich hatte keine Schmerzen, aber ein Spiel ist komplett anders. Es ist 90 Minuten Vollintensität und ich hatte Schmerzen, also das ist normal. Aber na, das Gefühl war gut, und, aber komisch. Nach 10 Monaten oder so wieder spielen, es war also etwas komisch am Anfang an, aber das war nach den ersten Minuten war wieder alles gut. Diese Verletzung ist für immer, ist nur für 6 Monate oder 8 Monate, das dauert die Verletzung. Also ist für immer, ich muss immer vorbereiten. Wenn ich zum Beispiel 2 Wochen ohne Training bin oder nicht laufen, ich fühle, der Muskel verliert viel Tonus. Also deswegen muss ich einfach jeden Tag arbeiten. Und natürlich, ich habe manchmal Schmerzen, also, weil die Gelenk und alles ist nicht wie früher. Aber das ist auch, das passiert mit vielen Spielern, die sie eine große Verletzung hatten. Javi Martinez hat eine große Mentalität. Er ist ein Spieler, der mit Schmerzen spielen kann. Manchmal hast du Spieler, wo entweder sind fit oder können nicht spielen. Javier Martinez ist nicht so. So Martinez vielleicht mit einer Beine kann spielen. Robert. There's the cross. That's the danger. And Martinez has put Bayern in front. Liebe Fans, ich freue mich, dass ich meinen Vertrag verlängert habe. Liebe Fans, ich freue mich auf noch weiter vom FC Bayern München. Es war klar für mich, dass ich wollte hier bleiben bei Bayern. Das ist ein Verein, der du einfach nicht, der Club, der you cannot leave, you know. So, ich wollte nur hier bleiben, solange ich kann, hier bei Bayern. Und es war klar für mich, aber ja, es sind immer in Presse oder so, sie reden viel, aber ich wusste, ich wollte hier bleiben. Ja, aber ich bin in München, ich bin sehr zufrieden hier. Ich glaube, vor allem Fußball ist der perfekte Start für Spielen, für Wohnen, zu leben. So ja, ich bin sehr glücklich hier zu sein. He can play without problem as a midfielder, but my idea is to put him as a central defender. I really don't care. I just want to play. I just want to help my team. Wherever he wants to play, I will do. And I don't have any preference. Meine Vorgänger haben auch recht gehabt, dass sie Javi in der Innenverteidigung haben spielen lassen, weil das kann er auch. Zweikampfstark, Kopfball erstklassig. Und er ist sehr laufstark, sehr kampfstark. Deswegen war das für mich ganz klar, dass ich Javi wieder in die defensive Mitte stelle. Ich glaube, vor allem Mannschaft, ja, natürlich brauchen wir viel Qualität, aber wir brauchen Spieler, die kämpfen, also diese dunkle Seite vom Fußball machen können. Und zum Beispiel in der Champions League, es gibt Spieler, wo wir müssen leiden lassen, also, und laufen und kämpfen. Und so, ich bin ein Spieler, die kann das machen. Also, ich freue mich, dass die Mannschaft mit dieser Qualität auch helfen. Gegen Celtic in Glasgow war
ein super Spiel, weil die Atmosphäre da war unglaublich. Und ich habe auch ein Tor gemacht und war ein bisschen mehr wegen der Cut hier, gegen die Blut, aber ich hatte viel in meiner Karriere viel Cut und viel Blut gehabt. Und es ist einfach Blut, es ist nichts Besonderes. Wir hatten, ich habe viel mehr Blut, so brauche ich nicht so viel. Und gegen Liverpool, ja, das war nicht einfach, weil ich hatte nicht in den letzten Wochen gespielt. Und es ist nicht einfach für einen Spieler wie ich, plötzlich wieder spielen. Nicht Angst, aber ich war ein bisschen besorgt, dass ich vielleicht nicht fit bin. Aber nach der Auslosung habe ich mir von Hause aus gesagt, wir brauchen dort Persönlichkeiten, wir brauchen dort Spieler, die solche Spiele erlebt haben. Und Javi hat schon bewiesen, dass er auf diesem Niveau bzw. bei diesen Spielen absolut eine Bereicherung, eine Persönlichkeit ist. Ich hatte ein super Gefühl. Ich habe wie ich immer versuche, alles zu geben. Und war eine gute, ich glaube nicht nur mir, sondern die ganze Mannschaft leisten. Ich bin Ravi Maschine, ich bin kein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich will grätschen bis zum letzten Atemzug. Ich bin kein Mensch, ich mach keine Fehler. Wenn ich den Ball sehe, bin ich voller Euphorie. Mit Ravi Maschine, ich zwing Liverpool zur Not alleine in die Knie. Ravi Maschine. Wir haben Spaß gemacht. Also, du bist ein super Cup, wenn ich gewechselt habe. Toni, glaube ich, hat gesagt, Tapalovic hat gesagt, du bist Mr. Super Cup, jetzt musst du ein Tor machen. Und ich gesagt, okay, Toni, mache ich. Ich habe es wieder gemacht. Und ja, natürlich, ich freue mich für mich, aber mehr für den Verein, für die Fans und für die Mannschaft. Gesagt, so habe ich auch zum Javi selbst schon gesagt, man kann sich immer auf ihn verlassen. Wir sind Teil von Bayern-Geschichte. Und das wird für immer sein.